Hallo liebe YouTube-Gemeinde, herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie ihr uTorrent schneller machen könnt. Dazu öffnet ihr als erstes euer uTorrent. Danach geht ihr hier oben auf Optionen und dann auf Einstellungen. So, danach öffnet sich das Fenster Einstellungen und ihr seid in dem Punkt Allgemein. Hier installiert ihr als erstes IPv6, das ist eine schnellere Internetverbindung. Normalerweise wird IPv4 genommen, IPv6 ist eine schnellere. Die ist nicht bei jedem vorhanden, aber ihr könnt sie definitiv installieren, weil sie auch nur dann genutzt wird, wenn sie auch vorhanden ist, was ja auch irgendwie logisch ist. So, denn im nächsten Punkt Updates und Privacy hier, da setzt ihr bitte einen Haken bei auch Beta-Versionen installieren, da die meistens schon bessere Verbindungen erzeugen können und auch bessere Features haben, in der Handhabung besser sind und und. Es sind zwar Beta-Versionen, die teilweise auch Fehler enthalten können. Also ich empfehle dazu, ich habe ja auch jetzt uTorrent 3.4 Alpha installiert. Ist auch noch eine Beta-Version und ja. So, danach, dieses Anzeigeverzeichnis ist unwichtig, dann gehen wir wieder auf Verbindung. Bei Verbindung ist hier der Port und dann könnt ihr angeben, bei jedem Start ein anderer Port oder halt immer dieser Port. Das heißt, ich kann jetzt auch draufklicken, dann gibt mir einen zufälligen. Ist eigentlich egal. So, was ihr auf jeden Fall machen müsst, Ausnahme in der Windows Firewall, weil sonst würde ich mal sagen, funktioniert gar nichts. So, danach geht ihr auf Bandbreite. Hier steht maximale Uploadrate. 0 ist gleich unbegrenzt. Hier steht bei euch wahrscheinlich 0. Das setzt ihr mal auf 10 oder 20. Ja, das ist halt damit halt mehr Bandbreite von euch für den Download genutzt werden kann, weil wenn ihr könnt euch ja vorstellen, als wenn ich jetzt schon sehr viel uploade, dass ich dann halt nicht mehr so viel downloaden kann, weil die Leitung dann halt schon ein bisschen ausgelastet ist. So, wenn ihr nur einen Torrent immer macht und nur ganz ab und zu mal einen, dann könnt ihr alternative Downloadrate, wenn du siehst, da könnt ihr dann ruhig 0 machen. 7 ist, wenn der Torrent beendet ist, dann ladet ihr die Dateien trotzdem immer weiter hoch und immer wieder hoch, damit andere die wieder von euch downloaden können. Und wenn ihr sowieso immer nur einen Torrent habt, dann würde ich einfach 0 machen, damit halt dieses Netzwerk am Leben bleibt und halt andere auch noch von euch downloaden können. Wenn ihr mehrere habt, würde ich dieses hier weglassen und dann trotzdem nur 20 machen, damit die anderen Downloads dann weiter richtig downloaden können. So, bei maximaler Downloadrate natürlich auch 0. So, was hier bei euch bei Anzahl der Verbindungen steht, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal 1000 eingetragen. Dieses 14 ist schon okay. Und bei diesen 1000, da könnt ihr ruhig noch 4 Nullen hintermachen. Dann sind wir bei 10 Millionen, das ist eigentlich egal. Nur 1000 ist halt ein bisschen wenig und auch 2, 3, 4000. Denn wenn sonst stehen nämlich 10.000 Verbindungen zur Verfügung, mit wo ihr euch die besten raussuchen könntet und euch mit denen verbinden würde und dann von denen downloaden könntet. Könnt ihr aber nur von diesen 5000 habt ihr 10 und 1000 stehen. Dann nimmt er auch nur die, weiß nicht, die ersten 1000 oder so und wählt daraus die besten aus, obwohl vielleicht in den nächsten 4000 noch viel, viel bessere sind. Deswegen würde ich einfach 10 Millionen machen. Dann nimmt er halt die größtmöglichste Anzahl an Verbindungen. Und ja. So, dann haben wir hier noch den, wo haben wir's? Oh. Da. Ihr dürft natürlich kein Transferlimit angeben, weil wenn ihr ein Transferlimit, sage ich mal, von 1 GB pro Tag habt und ihr habt eine Datei, die ist 2 GB groß, dann downloadet er das 1 GB vielleicht in einer Stunde und wartet dann aber erstmal bis zum nächsten Tag, damit er das wieder neu downloaden kann. Und das wäre ja ziemlicher Quatsch. Weil wieso sollte man nur eine bestimmte Anzahl downloaden können? Das ist ja, weil wenn ich eine Datei mit 10 GB downloade, dann gebe ich ja kein Transferlimit von 1 GB pro Tag ein. Das ist ja totaler Quatsch. So, und dann ist mir gerade eingefallen, es gibt auch noch eine Option. Kleinen Moment, die suche ich eben. Ja, genau hier. Hier haben wir noch die Option Speicher für Dateien vorbelegen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht ganz sicher seid, beziehungsweise ihr habt nur noch wenig Speicherplatz auf eurer Festplatte, und ihr wollt jetzt aber einen Torrent downloaden und ihr wollt aber nicht und ihr wisst aber nicht genau, ob das mit dem Platz reicht und ob ihr denn noch, ob ihr was installiert, ob das denn noch mit dem Platz reicht, nachdem ihr das installiert habt und so weiter, dann könnt ihr einfach dieses Jahr einen Speicher für Dateien vorbelegen und dann werden halt die, sage ich mal, die 10 GB, die der Torrent hat,
wird dann auf der Festplatte schon reserviert und dann nach und nach durch die richtigen Dateien, durch diesen 10 GB Torrent ersetzt. Das heißt, dann habt ihr auch nicht mehr dieses Problem von wegen, wenn ihr wenig Speicher habt, dass dann irgendwie nach einer Zeit zu wenig Speicher da ist und so. Ja, danach klickt ihr auf Anwenden, dann auf OK und dann sollten eure Torrents, die ihr habt, beziehungsweise der eine Torrent, wie auch immer, sollte sich gleich merklich verbessern, verschnellern. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss.